Moin Moin, hier ist wieder Alex von Aquifest Filmecke und ja, heute gibt es ein Review zu dem Film Horns. Und Horns aus dem Jahr 2013, in mancherlei Hinsicht durchaus ein interessanter Film. Einerseits ist es nicht nur eine Verfilmung von einem Joe Hill Buch, ne, denn Joe Hill, vielen sicherlich auch bewusst, Stephen Kings Sohn. Das Ganze ist auch von Alexandre Aja inszeniert und der war ja eine lange Zeit, ich sag mal, die große neue Hoffnung des Horrorbereich, ne, nach High Tension, nach The Hills Have Eyes. Und ja, da war es inzwischenzeitlich wirklich so ein bisschen, wird er dem Ruf noch gerecht? Und hier dann natürlich dann noch von Joe Hill ein Buch verfilmen, schon eine interessante Kombination und natürlich auch eine, die sehr viel verspricht. Dann übernimmt auch noch Daniel Radcliffe die Hauptrolle und der hat ja einiges getan, um ein bisschen diesen Harry Potter eher, ich sag mal, Ruf wegzukriegen. Und da bietet sich so ein Film natürlich auch sehr an. Also konnte man natürlich sehr gespannt sein, was das Ganze letzten Endes wird. Die Handlung von Horns ist eigentlich relativ straightforward. Es geht um den jungen Ignatius Ick, genannt Parrish, gespielt von Daniel Radcliffe. Und ja, der soll seine Freundin seit Kindheitstagen, Maren, ja, ermordet haben. Die wurde im Wald tot und vergewaltigt aufgefunden und ja, der Verdacht fällt gleich auf Ick, aufgrund gewisser Sachen, die da wohl vorgefallen sind und ja. Er wacht eines Morgens auf, er ist eh für alle schuldig, ist auch gerade quasi angeklagt und jetzt wachsen ihm auf einmal hier so Hörnchen aus dem Dötz raus. Naja, diese Hörner, das ist ein bisschen seltsam, die scheinen den meisten Leuten gar nicht so aufzufallen. Oder aufzufallen, aber das ist vollkommen in Ordnung, dass der Hörner hat. Und sie offenbaren ihm quasi, ja, was sie wirklich denken von ihm, von anderen Leuten, von sich selbst. Und naja, das sorgt für einige interessante Situationen. Zumal Ick, der fest davon überzeugt ist, er war das nicht, jetzt sich auf die Suche nach dem eigentlichen Mörder begibt. Erstmal muss man hier tatsächlich auch die coole Idee loben, denn der Horror bei Stephen King und teilweise ja auch bei seinem Sohn, ja, bezieht gar nicht, es geht gar nicht mal meistens darum, was jetzt an übersinnlichen Dingen passiert, sondern so ein Stück weit, ne, wie sich die Menschen verhalten. Das ist oft der wahre Horror, auch wenn da übernatürliche Dinge passieren. Und das ist auch hier bei Horns so interessant, weil es halt wirklich eher in die Mystery-Schiene geht und ein bisschen Krimi und halt natürlich sich auch wirklich damit befasst, was treiben Menschen teilweise, ne, gerade weil sie hier ihre Gedanken eh hier offenbaren. Und ja, wie gesagt, das Übernatürliche ist, dass er Hörner kriegt. Der wahre Horror liegt aber teilweise darin, ja, wie manche Menschen agieren. Ich will hier nicht zu viel spoilern, aber ja, was manche Menschen machen, ist wirklich der hinterletzte Rotz. Und das ist natürlich schon mal wieder sehr cool und von der Idee, wie gesagt, schon mal sehr, sehr geil und auch sehr interessant und spannend gemacht. Auch wie es letzten Endes alles sich auflöst, ja, könnte man auch noch einige Sachen reininterpretieren. Ist auf jeden Fall gut gemacht, sehr interessant und ja, wie gesagt, schon mal ein hervorragender, ich sag mal, ja, Pluspunkt für den Film, dass die Idee so cool ist. Was natürlich nicht heißt, dass alles dann immer noch perfekt umgesetzt wurde. Womit wir halt nach der Idee auch schon bei dem Punkt sind, inwieweit ist Horns eigentlich wieder ein Horrorfilm, zumindest in dem Sinne, was Leute erwarten? Muss man ja blöd fragen an der Stelle. Denn es ist halt wieder dieser, ich nenne es mal so, typische King-Horror, wo natürlich übernatürliche Dinge passieren, aber halt das eigentliche Böse oder das eigentlich Problematische oft von den Menschen ausgeht. Und das ist dann halt immer das, was man schnell hört bei Verfilmung von den Büchern. Ja, so gruselig ist das Ganze gar nicht, weil viele Leute sich einfach nicht drauf einlassen. Und gruselig ist Horns tatsächlich eher nicht, wenn eher an einigen kleinen Punkten oder Stellen. Und das ist dann eher so eine Szene, die ein bisschen Atmosphäre hat, ein bisschen gruselig ist. Der Grundtenor des Films ist halt nicht wirklich klassischer, gruseliger Horror. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass einige Leute tatsächlich eher so gesagt haben, Horns ist so ein Film, weil die vielleicht auch hier wieder eine falsche Erwartungshaltung haben, weil das Ganze ein Horrorfilm ist. Viel wichtiger sind bei dieser speziellen Art Horror eigentlich dann eher ja, die Charaktere und wie die Story miteinander verknüpft ist. Und die Charaktere sind schon auch gut. Ich denke, gehe auch einfach mal fest davon aus, dass vieles, was Joe Hill hier im Buch umgesetzt hat oder geschrieben hat, hier einfach nicht umgesetzt werden konnte. Habe das Buch halt nicht gelesen, aber ist ja meistens so, wenn Sachen in der Richtung geschrieben wurden und verfilmt werden.
Wie will man jeden einzelnen Charakter im Film so rüberbringen oder umschreiben und den Background geben wie im Buch? Und das sorgt dann halt dafür, dass einige Sachen hier vielleicht auch ein bisschen ja, out of, ja, wirklich so aus dem Nichts kommen, wo man dann nicht unbedingt denkt, oh, da hat sich das angebahnt, sondern das ist jetzt einfach nur wie Kai aus der Kiste, so eine kleine Überraschung. Gut, trotzdem, die Charaktere sind an sich interessant geschrieben. Gerade Ick und ne, die Geschichte mit seiner Freundin Marin, das ist schon auch auf einer emotionalen Ebene ansprechend. Bei ein paar anderen Sachen fehlt da vielleicht auch ein bisschen was an Background, was man hier hätte einbauen müssen vielleicht. Gut, da hätte der Film auch 2,5 Stunden wahrscheinlich gedauert. Ja, damit manche Sachen dann so richtig, richtig sitzen. Muss ich an der Stelle ein kleines bisschen spoilern, wenn zum Beispiel X Vater ne, ihm mehr oder minder offenbart, ja, dass er enttäuscht oder sehr, sehr enttäuscht, dass er so eine riesen Enttäuschung für ihn ist und bla bla bla, solche Sachen. Da fehlt manchmal der emotionale ja, Schlag in den Magen, den das eigentlich wahrscheinlich ein Buch haben sollte. Ist dann halt ein bisschen suboptimal, aber vielleicht hier auch dem, ja, dem Transport von dem einen Medium ins andere geschuldet. So oder so, das Ganze hat auch halt eine sehr urige Prämisse und nutzt das am Anfang tatsächlich auch, ich will mal sagen, ein Stück weit lustig, ne? Weil da gibt es schon einige sehr, sehr abstruse Situationen am Anfang, als ich so mitkriegt, ich krieg hier Hörner und ja, die anderen Leute um ihn herum, die stört es teilweise gar nicht. Die, ja und, Peng. Also das führt halt wirklich auch zu einigen sehr urigen Situationen, wenn einige Charaktere dann Sachen offenbaren und dann einfach mal straight heraus sagen, was sie denken. Und allein da sie das normalerweise nicht tun würden, sorgt das für wirklich, ja, sehr, sehr urige Situationen. Also deswegen hat der Film auch gerade am Anfang eher so ein bisschen ne, einen sehr weirden Comedy-Touch mit drin. Ne? Er ist später auch noch an Stellen da, wirkt da böse gesagt, aber manchmal auch leicht deplatziert. Aber gut, was tatsächlich hier auch gerade mit dem Horrorpart teilweise noch sehr zusammenhängt, also mit dem übernatürlichen Horrorpart, ist natürlich die Effektarbeit. Und das mit den Hörnern ist nicht das Problem, das ist angemessen gemacht. Gibt natürlich später einige Szenen, die dann ein bisschen mehr in den ja, im klassischen Horrorbereich sind. Ich hatte ja angesprochen, an einigen Szenen ne, hat man punktuell diese Atmosphäre und den Grusel. Das schwankt manchmal etwas hin und her von der Effektqualität. Also zum Beispiel mit den Schlangen, es ist halt sehr, naja. Der eine Horrortrip zum Beispiel, der ist dann ganz gut umgesetzt. Hier beim Showdown muss ich das sagen, ohne viel, zu viel zu spoilern, der Showdown ist an sich klasse gemacht, er ist spannend, bringt das Ganze nochmal schön auf den Punkt. Hier ist einiges der Effektarbeit, da driften wir schnell etwas ins Trashige ab und ich denke, dass das im Buch einfach besser rüberkommt, muss man ganz klar sagen. Hier, wie gesagt, dürfte das die Leute, die den Film eh schon so nie fanden, wirklich nur noch bekräftigen, dass das einfach weird und ja, gurkig ist. Trotzdem, ich muss sagen, Horns war jetzt kein absoluter Kracher, aber für mich persönlich ein doch ein durchaus unterhaltsamer und interessanter Film, der vielleicht an einigen Stellen ein bisschen mehr auf den klassischen Horror hätte setzen können, um auch ja, insgesamt noch ein bisschen die Leute besser abzuholen. Aber ja, der teilweise weirde Humor, die durchaus ne, interessante Geschichte. Und auch wieder dieses klassische Thema halt, dass eigentlich das Hauptproblem die Menschen sind und nicht, dass da jetzt irgendwas Übernatürliches passiert. Das ist an sich schon eine ganz runde Sache. Und wenn wir jetzt mal ne, Stephen King und seinen Sohn als ja, Autoren nehmen, ne, hier die King'schen Verfilmung, Horns zählt nicht zu den Meisterwerken, aber definitiv auch nicht zu den Gurken. Da wurde Stephen King schon schlechter verfilmt und Joe Hill auch teilweise schon. Also, warum der Film so meh aufgenommen wurde, vielleicht auch einfach falsche Erwartungshaltung an das, was da passiert. Falsche Erwartungshaltung, weil Alexandra, ah ja, da muss ja auch rumgesplattert werden wie sonst was. Wir haben hier ein paar fiese Szenen, aber ein paar halt nur. Gut, unterm Strich, mir da gefallen, nicht überragend, aber durchaus solide. Und ja, wer ein bisschen open-minded ist und ein bisschen weiß, worauf er sich einlässt, sollte ihn sich definitiv auch mal ansehen.
So, das war's. Ich freue mich natürlich, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank dafür. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, liked es, teilt es, abonniert gerne auch meinen Kanal und schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, hier habt ihr noch eine Playlist mit ähnlichen Videos, eine Empfehlung von YouTube und ja, eins meiner neuesten Videos auch noch zum Anschauen, um die Zeit zu überbrücken. Also, viel Spaß noch.